Hey, habe ich etwa keine Süßigkeiten mehr? Ich hab nichts mehr. Ich hab Hunger. Molly, reg dich nicht so auf. Uns fällt schon was ein. Na, was gibt's denn da zu überlegen? Sie hat gesagt, sie hat Hunger. Warum nicht einen Pilz essen? Ich will keinen Pilz. Ich will unbedingt, dass ihr mich füttert. Wie wär's denn mit einer neuen Koch-Challenge? Ich bin mir sicher, das wird lustig. Lass uns mit etwas Einfachem beginnen. Ich wünsche mir ein Gelee. Ein Gelee? Kein Problem. Zuerst brauche ich M&Ms. Ich habe eine Menge davon. In allen möglichen Farben. Ich werde sie schichtweise in die Flasche füllen. Wir fangen mit Grün an. Danach kommt Gelb. Dann Orange. Dann Rot. Und so weiter. Und wenn die Flasche voll ist, übergieße ich das alles mit Honig. Schaut doch nur, wie köstlich das aussieht. Wunderbar. Aber das ist noch nicht alles. Wir müssen die Flasche ein wenig abkühlen. Dazu stellen wir sie in ein Gefäß mit flüssigem Stickstoff. Er kühlt meine Leckereien auf jeden Fall am besten ab. Das geht nicht nur schnell, das sieht auch noch cool aus. Perfekt, wir sind fertig. Das ist mein bestes Gelee. Ich werde was Cooleres machen. Zuerst lege ich dieses Auge in die Flasche. Jetzt muss ich einen bestimmten Trank brauen, der die Grundlage für das Gelee sein wird. Eiskaltes Händchen, komm mal her. Bitte pass auf den Trank auf. Nein, du darfst daran nicht baden. Das ist doch was zu essen. Okay, ich schaff das alleine. Jetzt wird's Zeit, meine Glotzer mit dem Trank zu überdecken. Ich bin mir sicher, das wird nicht nur hübsch, sondern auch noch richtig, richtig lecker. Und jetzt schaut zu. So kühlt man Dinge ab. Ich brauche nur einen magischen Tropfen und schon werden meine Hände mega kalt. Perfekt. Das war's auch schon. High five, eiskaltes Händchen. Tut mir leid. Ich habe vergessen, dass ich immer noch zu kalt bin. Ah, das sieht so lala aus. Ich muss mir auch was überlegen. Ich denke, ich fange mit einem Milkshake an. Und danach ist alles ganz einfach. Ich nehme mir ein bisschen Honig, genauso wie es die Tina gemacht hat. Honig ist perfekt für ein Gelee, deshalb benutze ich es auch. Und jetzt werde ich mein Getränk auf die übliche Weise einfrieren. Mit Sprays. So einfach geht das. Na, Molly, bist du bereit? Ich bin bereit. Und ich fange mit dem Gelee von der Chefköchin an. Wow, das sieht so appetitlich aus. Unglaublich. Sieht gut aus und schmeckt super. Und jetzt nehme ich mir das Gelee von Wednesday. Was für leckere Glotzer. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so lecker sein wird. Und jetzt nehme ich mir das letzte Gelee von Sophie. Wow, schmeckt lecker. Ist das etwa ein Grimace Shake? Nein, ich werde gleich explodieren. Mir geht's gut. Und Wednesday hat gewonnen. Vielen Dank. Aber das war doch klar. Diesmal wünsche ich mir Pommes Frites. Das ist ganz einfach. Ich kenne da sogar eine lustige Methode, um normale Kartoffeln in genau die richtigen Scheiben zu schneiden. Ich brauche Elektrizität und einen Tennisschläger. Schaut mal her, so geht das. Wir müssen nur die Kartoffeln durch das Netz stecken. Schaut zu, aber versucht das nicht nachzumachen. Seht ihr? Schon sind die Kartoffeln kleingeschnitten und frittiert.
Gefällt euch meine Pappe? Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf kommt noch genug Ketchup. Diese Soße sieht genauso aus wie Blut. Sieht herrlich aus, nicht wahr? Ich schneide die Kartoffeln auf die altmodische Art. Und außerdem habe ich noch ganz viel übrig. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache sind die Scheiben. Die sehen perfekt aus. Jetzt muss ich sie im Öl frittieren, damit die aussehen wie Pommes. Ich bin fertig. Jetzt kommt alles in die Packung. Oh nein, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Öl. Ah, das macht doch nichts. Und ich mache keine Kartoffeln. Ich mache frittierte Bananen. Sowas hat Molly sicher noch nicht probiert. Zuerst muss ich die Bananen schälen. Jetzt lege ich sie in süßen Teig. Und danach in kochendes Öl. Aber das ist noch nicht alles. Um die Bananen noch leckerer zu machen, tauche ich sie in Schokolade und dann in bunte Streusel. Das wird wirklich köstlich. Ich glaube, Molly wird das lieben. Mädels, seid ihr bereit zu verlieren? Wow, das sieht alles so cool aus. Womit soll ich anfangen? Zuerst nehme ich mir diese öligen Pommes. Viel zu fettig. Okay. Die Pommes von Wednesday sehen appetitlicher aus. Probieren wir mal. Schmeckt richtig lecker. Genau das wollte ich. Oh, wow. Diese Pommes sehen ja interessant aus. Wow, das sind ja Bananen. Fantastisch. Das ist jetzt mein neues Leibgericht. Tina, du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Habt ihr das gesehen? Beruhigt euch. Und in der dritten Runde wünsche ich mir einen Burger. Ein Burger? Das können wir machen. Also zuerst brauche ich Hackfleisch. Natürlich frisches Hackfleisch. Deshalb mache ich es selber. Fertig. Jetzt muss ich alles schön durchkneten, um daraus die perfekte Bulette zu machen. Oh ja, gut, dass ich als Kind in den Boxverein gegangen bin. Unsere Bulette ist fertig. Jetzt legen wir sie auf die Pfanne. Von beiden Seiten knusprig braten. Das ist doch viel zu langweilig. Ich mache einen Spinnenburger. Und die Bulette bereite ich in dem Toaster zu. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Aber das ist doch genial. Soße, Käse und Gemüse darf man nicht vergessen. Und diese kleinen Tomaten benutze ich als Augen für die Spinne. Oh, wie gruselig. Mein Burger wird appetitlich aussehen. Deshalb mache ich es auf die klassische Weise. Schaut doch nur, was für ein riesiger Burger. Den möchte ich unbedingt probieren. Sieht tatsächlich appetitlich aus und ich habe noch gar nichts gemacht. Aber dafür habe ich eine geniale Idee. Ich werde Molly einen süßen Burger machen. Und zwar mehrere. Ich benutze einfach Gummibärchen und Schokopies. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Das war's auch schon. Schmeckt super. Molly, ich hoffe, es wird dir gefallen. Oh, wow. Ist das eine Spinne? Ich hab Angst vor dir. Igitt, igitt. Ups. Ah, das war ein Burger. Wednesday, mach das nie wieder. Wow, so einen riesigen Burger habe ich noch nie gesehen. Lass mal reinbeißen. Boah, voll schwer. Und mega lecker. Hat mir gut gefallen. Und jetzt probiere ich noch diese kleinen Burger von Sophie. Die sehen einfach unglaublich lecker aus. Ich will sie alle verschlingen. Boah, die sind süß. Und ich mag alles, was süß ist. Sophie, diesmal hast du gewonnen. Ich? Wirklich? Na endlich? Ich habe mich so sehr gefreut.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Schreib uns in den Kommentaren, welches Gericht hättest du am liebsten probiert. Und wir sehen uns dann. Tschüssi, tschüss.